der krasseste Solo-Money-Glitch ever, Leute. Und denn, in diesem Glitch gibt es keine Duplikate, kein Verkaufslimit oder sonst irgendwas. Ihr könnt wirklich Millionen machen in wirklich unglaublich weniger Zeit. Und das sogar für alle Plattformen. Aber ich würde sagen, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, für diesen Glitch braucht ihr wirklich fast nichts. Denn ihr braucht nur hier eine Autowerkstatt und ihr müsst CEO werden und ihr müsst eine Spielliste markieren. Und bevor ihr sagt, Spielliste, nein, Leute, schaut euch das an. Das müsst ihr gesehen haben. Aber gut, fangen wir einfach mal an. Denn als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online-Sitzung und fahrt jetzt hier zu eurer Autowerkstatt. Seid jetzt bei eurer Autowerkstatt drin, dann geht jetzt hoch zur Tafel. Es ist völlig egal, was auf der Tafel steht, Hauptsache ihr geht jetzt da ran. Seid bei der Tafel, werdet ihr merken, dass ihr euch jetzt als CEO registrieren müsst. Das macht ihr jetzt einfach. Seid jetzt CEO registriert, dann drückt jetzt Option, Online, Spiellisten, meine markierte Spiellisten und sucht euch genau diese Spielliste raus und startet sie auch. Seid in der Spielliste drinnen, dann stellt jetzt hier kurz auf Hustler und dann startet ihr das Ganze. Und ja, Leute, in dieser Spielliste ist ein fertiger Raubüberfall. Und das ist mega, Leute, denn dadurch habt ihr auch keine Wartezeit und könnt das Ding immer und immer und immer wiederholen. Wie geil ist das denn? Also sprich, wir spielen jetzt einfach den Raubüberfall durch. Und zwar ganz normal. Aber kleiner Tipp, am Ende des Raubüberfalls, hier findet ihr einen Helikopter und könnt ihr mit easy entwischen von den Cops. Seid ihr den Cops entwischt und habt das Ganze abgegeben, dann habt ihr jetzt 810.000 GTA-Dollars einfach bekommen. Und by the way, Leute, wenn ihr es mit Freunden spielt, dann natürlich auch deutlich mehr, da ihr mehr Gold aussammeln könnt. Um das Ganze jetzt zu wiederholen, einfach den ganzen Glitch von vorne machen. Das bedeutet, hier gehen wir auf Fortfahren, neue Sitzung suchen und dann wird zur Autowerkstatt und so weiter und so fort. Und deswegen, Leute...